Und wir haben euch ein tolles Rätsel mitgebracht. So viel sei schon mal verraten. Heute geht es um Vögel. In einem Lied mit einer Strophe immer ein Vogel beschrieben. Dann kommt eine Pause. Und ihr müsst raten, um welchen Vogel es geht. Seid ihr soweit? Gut, dann geht es auch schon los. Ja, er flötet, er flötet von Mai bis August. Und er tötet nur den, den er muss. Na? Was? Specht nein. Neun Töter, nein. Nein? Es ist der Pirol. Pirol! Pirol, ganz einfach, eigentlich einfach. Wir machen weiter. Wie ein Vogel, so fliegt sie herum. Und weil sie außerdem einer ist, fragt sie auch keiner warum. Taube, nein. Taube, nein. Elster, nein. Nein. Drossel, nein. Leute, es ist die Möwe. Es ist die Möwe. Hey, was ist denn mit euch los? Na, jetzt aber, ne? Sie singt schöner als jeder Tenor. Doch in den Opern der Welt singt sie nicht mal im Chor. Achtigall, nein. Amsel, nein. Geier? Leute, so ja nicht. Also, es ist die Klappergrasmücke. Es ist die Klappergrasmücke. Die Klappergrasmücke. Das hat wenig Sinn, also. Das ist nicht stehen. Ja, Prinz Pantheon hin oder her, aber das bringt's nicht. Da macht ja keiner mit. Ja, du kannst ja sehen, das, guck mal, das ist Bonn. Das ist Bonn, Bonn, die. Ja. Das ist noch unter Schock wegen. Zieh's professionell durch. Macht ja keinen Stress. Okay. Okay? Wenn er Federn hat, lebt er im Wald, ist er aus Holz und in der Uhr, dann sagt er uns die Zeit an. Ja. Hallo, ich und mein Tier ist das Thema und ihr könnt anrufen. Da habe ich den Franziskus in der Leitung. Hallo, Franziskus. Hallo. Franziskus, was ist dein Problem? Ich zerteile Katzen mit einer alten Säge. Ho, warum tust du das? Weiß nicht. Hast du denn kein Geld für eine neue Säge? David! Jill! Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du kannst mir alles sagen. Alles? Alles. Gut. Ich will ein Kind von deinem Bruder. Werbung wäscht unvergleichlich gut. Ist enorm ergiebig. Entfernt selbst die hartnäckigsten Flecken. Mutti!